Okay. Gib dem mal ganz kurz eine Border, ein Pixel Solid, weil ich das mal sehen will. Ich frage mich bloß gerade mal, was er denn da tut, wenn er es denn jetzt nicht tut. Gebe ich dem doch einfach mal eine Border 9. Ich öffne irgendwie immer das Fall. Ja, Fallzeller ist natürlich auch ein bisschen blöde zu öffnen. Wieso sollte ich den vielleicht nach einer Marge 0 geben? Ach so. Vielleicht deshalb. Nö. Okay. Warum auch immer ich das jetzt hier so mache. Ich habe hier 640 Pixel, nicht 600 Pixel. Das heißt, die Margin 0, der innerhalb des diesen Ding hier. Das soll doch eigentlich nur. Ach, weißt du was? Gut, komm, hau ab. Und hier raus bitte auch. Das machen wir jetzt ganz einfach. Ich habe eine Höhe von 650 Pixeln da drin. Und gebe dem jetzt ein Downloads Doppelpunkt Hover Overflow Auto. So. Ey, das will mich doch wohl verarschen. Aber doch nur, wenn. Wenn das über die diese bestimmte Norm rausgeht. Moment, Moment. Habe ich denn in dieser main.css eine HR definiert? Irgendwo? Content HR. Eigentlich nicht. Gut, ich könnte das ja mal. Wenn ich dieses Overflow Auto einfach mal so da reinpacke. Jetzt haben wir den. Jetzt haben wir das, was ich wollte, und fertig. Das heißt, wenn der Inhalt jetzt. Ja, nee. Eine Min-Height von 650 Pixel noch rein. Das heißt, die Div ist Minimum 650 Pixel hoch, ansonsten wächst sie.
Und dann gebe ich einfach diesem Content Double.over einen Overflow Auto. Das heißt, selbst ist nicht doch. Ey. Ach so, weil ich dem Content eine Höhe von. Was passiert, wenn ich die hier rausnehme? Hier drüben nichts mehr und hier. Hier im Grunde genommen eigentlich auch nicht. Moment, ich füge mal ganz kurz was hinzu. LP. News. Kopieren. Auf heute versetzen. 3 und okay. Kopieren. Okay. Kopieren. Okay. Einfach mal, dass wir ein bisschen Inhalt haben. Okay, das klappt noch. Komischerweise hier hat es geklappt. Gut. Das ist schon mal super. Das heißt, das könnte ich auch direkt so lassen. Das heißt, bei den Downloads lasse ich das jetzt auch so. Und das wiederum heißt, dass ich schon bei 21 Minuten Aufnahmezeit bin. Oh mein Gott. So, diese P. Die gebe ich jetzt eine Class Kategorie. So, schließ dich. Class Kategorie. Dieser P gebe ich eine. Brauche ich gar keine Width geben. Sondern eine Height von 30 Pixeln. Eine Line Height von 30 Pixeln ebenfalls. Eine Font Weight Bold. Ein Margin 0 und eine Padding 0. Gut, oh, mein A. So, ich gebe dem jetzt mal ein bisschen. Halt falsch rum. Das Doppelte. Steht das hier unten immer schön auf der Linie. Und eine Höhe von. Ja, ich mach mal 20 Pixel draus. Ey, ich kill dieses Ding noch dran. 40. So. Das ist doch einigermaßen okay. Kategorie Spiel. Die einzelne Kategorie da drauf. Und dann hat sich das, würde ich mal sagen. So. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist Downloads HR. Ja, R da drin mit einer Margin 0. Ausstatten. Das dachte ich mir nämlich fast. So, steht hier die Kategorie des Spiels. Und jetzt hier drunter kommt dann die Div. Der ID der Downloads an sich. DL-Kategorie. DL-Cut. Die werden gestylt mit einer Width von 964 Pixeln. Mit einer Border 1 Pixel.
bisschen solid. Ein Grau allerdings. Und eine Border Top None. Ich schreibe da mal kurz den Inhalt rein. Irgendein http://.de/, irgendwie sowas. Da kommen da dann die Links rein. So. Gut, jetzt gebe ich dem insgesamt ja 10 Pixel weniger. Dann kann ich dem noch kurz eine Padding von 5 Pixel verpassen, sodass das ein bisschen nach innen passt. Jetzt gebe ich dem noch 2 Pixel weniger Breite wegen der 1 Pixel Border links und rechts. Und jetzt stößt das schön an. Jetzt muss ich nur noch wissen, welche Farbe ich der HR gegeben habe. HR, Content HR. AAA. Okay, dann gebe ich den hier auch AAA. Und schon sieht man eigentlich nur noch so einen Kasten darunter. Das ist eventuell nicht so gut. Machen wir das mal so. Na gut, da sieht man jetzt keinen Unterschied, dann mache ich doch CCC. So, jetzt ist es ein bisschen heller, jetzt sieht man das auch schön raus. Gut, dann steht halt da drunter der jeweilige Download-Link. Downloadlink.de. Irgendwie keine Ahnung, sowas hier. Und die Kategorie des Spiels. Oder beziehungsweise darüber schreibe ich nur von welchem Spiel und welche Downloads. Ich kann das ja schon mal hinschreiben. Minecraft. Map. Name der Map. Dann Link Download. So. DL Halbzeit. DL Cut A. Den jeweiligen Link halt stylen. Die Color 00066AA. Border Doppelpunkt 1 Pixel Solid. Und ein Border Radius 3 Pixel. Achso, ich habe noch vergessen, dass ich dem noch ein Padding von 2 Pixel geben muss. So. Jetzt, wenn ich dem statt Border Radius statt 3 Pixel 5 Pixel gebe, sieht das hier ein bisschen runder aus, ein bisschen besser. Gebe ich dem doch ein Padding von 3 Pixeln. Und habe mir noch einen größeren Button daraus gemacht. Und jetzt sagen wir noch DL Cut A Doppelpunkt Hover Background EEE. Und wir haben den vollständigen Download Button. Und ich sage bis zum nächsten Mal, wir haben die Downloads fertig. Und den Inhalt fülle ich selbstständig nach. Und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dahin, tschüss.